Lasst uns über meine Favoriten reden. Ich habe dir wieder 10 Dinge rausgesucht, die ich in letzter Zeit unwahrscheinlich gefeiert habe. Und was das genau ist, zeige ich dir selbstverständlich nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über 10 Favoriten von mir und wir legen jetzt gleich los mit The Mandalorian. The Mandalorian ist eine der Serien, ich würde einfach sogar sagen, die Serie, die allerbeste Serie, die ich je gesehen habe. Weil was ich daran mag, ist, sie versuchen nicht künstlich noch mehr in die Zukunft zu gucken, wie jetzt beispielsweise bei Star Trek, sondern hier wurde tatsächlich alt mit neu verbunden. Weil so ist man es gewöhnt, so ist es Kult sozusagen. An The Mandalorian können sich die Star Wars-Filme eine Scheibe abschneiden. Aber da muss man auch sagen, hier wurde Stagecraft verwendet, das ist eine neue Methode, das ist ein interaktives Bühnenbild, also die spielen nicht mehr im Greenscreen. Ich finde, man merkt es eindeutig, weil die Schauspieler sind so grandios in der Serie. Das ist tatsächlich ein interaktives Bühnenbild. Ich habe einen Bericht gelesen, wo, ich weiß nicht, was ein Produzent, irgendjemand aus dieser Riege, die das produziert, zum ersten Mal am Set und die haben echt gedacht, die sind tatsächlich auf einer anderen Welt sozusagen. Weil das soll gleich kommen riesiger Bildschirme mit speziellen Kristallen. Und da können sie eben dieses Drumherum einspielen, damit der Schauspieler sich da super gut integriert. Also ja, man kann sich das irgendwie so rein vom Verstand her, kann man sich das gar nicht vorstellen, weil man immer wieder eben die Schauspieler auch gesehen hat, wie sie eben in diesem Greenscreen gespielt haben. Was natürlich auch herausragend sein muss, wenn du dir das alles als Schauspieler vorstellst. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, das Ganze in Echtzeit um dich rum zu haben und das ist einfach Wahnsinn. Also was ich an der Serie mag, ist halt eben dieses Kultige, was man früher hatte, was man von früher kennt, was nicht zu sehr in die Zukunft gegriffen wurde, also wo nicht zu sehr die Technologie verändert wurde, weil man muss ja noch mehr in die Zukunft reinschauen, wie jetzt beispielsweise bei Star Trek. Und eben diese schauspielerische Leistung. The Mandalorian, das ist, spreche ich ihn jetzt richtig aus, Din Djarin, ein Kopfgeldjäger und dessen Geschichte. Also diese Geschichte spielt zwischen sozusagen den Teilen, die wir als Kinofilm kennen, und zwischen Trilogien, das muss ich dazu auch noch sagen. Und guckt's euch an, gibt's bei Disney Plus. Auf Pro7 wird's auch gezeigt. Da ist die erste Folge am 22. März rausgekommen. Aber mit Werbung und das wird sehr, 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 sehr spät gezeigt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Sprechen wir über einen Podcast, der nennt sich In extremen Köpfen von Dr. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie er heißt. Dr. Leon Winscheid. Das ist ein Psychologe. Und der bespricht sich mit Menschen, die Extremes erlebt haben, oder mit extremen Menschen sozusagen. So hat er sich zusammengetan mit dem Verteidiger von Beate Zschäpe. Auch die Fragen, die er in diesem Podcast stellt, super cool. Es gibt leider nur 5 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Oder mit Natascha Kampusch hat er ja auch gesprochen. Die war ja sehr, sehr lange eingesperrt in diesem Kellerloch. Das ist das österreichische Mädel. Oder er hat sich unterhalten mit einem Mädel, das Stimmen hört. Wie sie erzählt, dass sie eines Tages das Badezimmer ihrer Eltern putzt und auf einmal eine Stimme hört. Und eine Stimme sogar ihren Freund imitiert. Sie hat einmal wirklich gedacht, ihr Freund ruft sie und das war aber die sogenannte Stimme im Kopf. Und das ist ein super interessanter Podcast. Er hat mir das reingezogen, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Es war so schade, dass der so, nur, was war noch, 50 Minuten lang oder so? Also richtig, eine richtig tolle Sache. Und ich wünsche mir wirklich, dass die Geschichten weitergehen. Alles höre ich auf Spotify. Das
da habe ich einfach den kostenfreien Account. Das reicht mir für die Zwecke, wo ich Spotify verwende. Absolut. Und falls du in extremen Köpfen noch nicht kennst, ich verlinke dir das unten in der Infobox. Schau einfach mal rein. Vitamin D ist ein sehr langer Begleiter bei mir schon und ich bin so dankbar, dass ich vor Jahren auf die Idee gekommen bin. Denn jetzt, gerade zu dieser Lungenkrankheit Covid-19, ist es eben wichtig, weil das Vitamin D wichtige Rezeptoren besetzt. Da müsst ihr bei Dr. Raimund von Helden auf dem YouTube-Kanal mal vorbeischauen und mal ein bisschen in der Materie lesen. Das hat er ganz gut beschrieben. Ich bin kein Mediziner, daher kann ich das jetzt nicht nochmal so wiedergeben. Moin Yamina hat ein Video dazu gemacht. Da heißt es auch nochmals, dass man besonders früher schon lungenkranke Menschen in die Sonne gelegt hat. Nicht ohne Grund. Wegen dem Vitamin D. Das heißt nicht, dass man Covid-19 nicht bekommt, sondern dass man, wenn man infiziert wird, die Krankheit besser überstehen kann. Und auch wenn man die Krankheit an sich nicht bekommt, ist man ja trotzdem ansteckend. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Aber inzwischen sind wir alle schon Fachmänner, wir wissen das. Aber denk bitte an deine Gesundheit. Gib es an die Menschen in deinem Umfeld, die dir wichtig sind, einfach auch nochmal weiter. Vitamin D. Man muss den Mut haben, mehr zu nehmen, als auf der Packungsbeilage steht. Da stehen meistens 1000 internationale Einheiten. Das ist zu wenig. Ich habe mehrere Videos auf meinem Zweitkanal, Minimalistisch Intuitiv Vegan. Falls du die noch nicht kennst, gerne mal auf meinem Zweitkanal gucken. Da gibt es einen Vitamin D3 Ordner. Und mir hat es nur geholfen. Und ich bin so dankbar, dass ich meinen Eltern das einfach auch beigebracht habe, dass sie das nehmen. Weil die sind jetzt dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen geschützt, weil wie gesagt, anstecken kann man sich trotzdem, aber man kann die Krankheit viel einfacher überstehen. Gott sei Dank, Vitamin D. Dieses Buch guckst du dir mal an, bestellen kann man sich's ja. Ist von Dr. Raimund von Helden, gesund in 7 Tagen. Ich verlinke es dir unten mal in der Infobox. Eins meiner wichtigsten Supplemente, die mir in meinem Leben wirklich geholfen haben, gerade bei Fructoseunverträglichkeit. Aber jetzt ist es halt einfach auch hilfreich, um sein Immunsystem zu stärken, weil es einfach super gute Inhaltsstoffe hat, ist Gerstengras. Ich habe mein Gerstengras von Koro. Wie ihr seht, ist nur noch die Hälfte da. Ich nehme mal ein bisschen Saft. Gebe einen Löffel rein, einfach einen Teelöffel. Und dann gieße ich das mit Wasser auf und das Ganze mache ich 1 bis 2 Mal am Tag. Man kann es sogar noch öfters machen, wenn man Lust darauf hat. Sind schöne Inhaltsstoffe, sind B-Vitamine enthalten, Mineralien. Also es hat halt einen super guten Wirkstoffkomplex. Deswegen hatte ich das damals auch, als ich meine Fructoseunverträglichkeit noch so stark hatte, auch genommen. Weil es auch von Heilpraktiker empfohlen wurde. Und ich bin damit einfach super gut klargekommen. Deswegen, ich würde es immer wieder nehmen. Ich hatte jetzt eine längere Pause, wo ich es nicht genommen habe. Aber bin jetzt wieder voll drin und werde mir auf jeden Fall wieder eine Packung davon kaufen. Die Kekse sind einfach der Hammer. Ist jetzt schon wieder einiges gegessen worden. Ja, ist noch weniger drin. Also die Hälfte habe ich noch. Das sind die Kekse von Alnatura mit außenrum so ein Keks mit Schokolade und innen ist so eine Kokoscreme. Die sind echt eine kleine Unverschämtheit, muss ich echt sagen. Ich hoffe, ich habe bald genug davon. Gibt es bei überall da, wo es Alnatura gibt. Alnatura-Läden, Edeka, Marktkauf, Kostenpunkt 2,50 rum. Ich weiß sie jetzt gerade nicht mehr auswendig. Aber nicht mit denen verwechseln, es gibt noch normale, die sind nicht hellblau, auch mit weißer Füllung innen drin. Das ist jetzt eine Kokosfüllung, es passt einfach so gut, die schmeckt einfach so toll zum Kaffee. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die mal austesten wollt, lasst mir aber eine Rolle übrig. Ja, ich habe ein Video über Squalan gemacht und inzwischen verwende ich das richtig, richtig gerne. Meine Kopfhaut liebt es beispielsweise. Ich habe gerade wieder so eine richtig derb, empfindliche Kopfhaut, wahrscheinlich eben Stress. Wir sind alle jetzt gerade so ein bisschen unter Stress, weil die Situation ja in meiner Zeit, du siehst das Video noch ein bisschen später, ich hoffe, da hat sich einiges normalisiert, schon schlimm ist und meine Kopfhaut da einfach wieder überreagiert.
Und so ist es auch bei vielen Leuten, die eben dann Hautprobleme kriegen. Und Squalane ist einfach super, weil es halt nicht so rückfettend ist, dass keine Allergien auslösen kann, weil der Stoff dem Körper einfach bekannt ist. Und ja, es fettet nicht so stark. Deswegen kann man es auch super gut auf die Kopfhaut auftragen. Ich habe das immer von der Henrike gehört, dass sie Squalan verwendet hat. Da war es aber noch gar nicht so geläufig. Also Hersteller hatten das noch nicht so. Jetzt habe ich eine riesen Flasche im Endeffekt. Habe gestern meine Beine damit eingecremt und meine Arme. Weil 100 Milliliter, das musst du erstmal aufbrauchen. Also das kannst du für Haare, Haut, Gesicht, spielt überhaupt keine Rolle. Also ein super gutes Öl. Es ist ölähnlich, aber ich habe ja ein Video dazu gemacht, das guckst du dir am besten dazu an. Und Face Theory bin ich ja eh ein Fan, das wisst ihr. Ja, für einen kleinen Preis bekommt man da einfach eine große Menge, eine gute große Menge. Ja, viel die Hände wäscht und wir wissen ja, zu Corona-Zeiten muss man das einfach machen, muss ich auch die Hände eincremen. Das mache ich jetzt am besten auch mal. Das ist eine Bodybutter. Die kann man einfach variabel verwenden, weil ich es einfach nicht einsehe, da ein extra Produkt zu kaufen. Braucht man in der Regel auch nicht. Bei dem vielen Händewaschen ist es halt echt wichtig, dass du deine Haut halt wieder, also dass du die Haut, die Schutzbarriere von der Haut halt nicht beschädigst, indem du halt zu viel die Hände wäschst. Und daher richtig schön eincremen, immer und immer wieder. Bin das auch nicht gewöhnt, weil normalerweise bin ich so vom Handy eincremen nicht so der Freund, weil ich dieses fettige Gefühl nicht mag. Aber ich mag halt auch nicht das trockene Gefühl, muss ich auch sagen. Und die zieht halt echt gut ein, wie ihr seht. Da kann ich halt echt nichts sagen. Und sie ist halt eben auch für den Körper zu verwenden. Ich mag halt die Bodybutter nicht. Ich habe die schon immer gehabt vom DM. Echt gerne, auch wenn sie echt stark parfümiert sind. Eine tolle Sache. Falls du die wirklich noch nicht kennst, einfach mal ausprobieren. Aber ich denke, das ist halt echt so ein geläufiges Produkt. Das kennt jeder, oder? Und ich bin echt froh, dass ich den Riesenpott erst vor kurzem gekauft habe, weil ich creme mir halt schon jetzt so zwei, dreimal am Tag die Hände ein, weil es muss einfach sein. DM hat was Neues und zwar eine feste Dusche von Alverde und die finde ich gar nicht schlecht. Ich mag den Geruch echt gerne. Die riecht am Anfang noch extremer. Dieser Geruch verfliegt, aber erst wenn man sie wieder verwendet, riecht man es dann. Ich finde den Geruch aber vollkommen in Ordnung. Es ist halt nicht so hautschonend, wie sie es hinstellen. Mal von der Parfümierung abgesehen, okay, man wäscht es zwar wieder runter, aber so ist auch Sodium-Kokosulfat enthalten. Das trocknet halt aus. Laugt auch ein bisschen aus, finde ich. Ich finde es trotzdem im Gegensatz zu der Seife, die ich bis dato immer verwendet habe, eine richtig tolle Sache. Würde es mir auch nochmal kaufen. Bin aber natürlich jetzt auch so ein bisschen angefixt bezüglich Produkten ohne Seife in festem Format und würde das natürlich gerne auch auf dem Kanal vorstellen. Aber das ist echt so ein von mir so ein Favorit, weil man duscht sich viel lieber. Ich weiß auch nicht. Also diese Seife, ich bin ja so ein Schaum-Junkie. Und die Seife hat kaum geschäumt, was ja nichts Negatives ist. Das bedeutet ja nicht, sie reinigt weniger. Aber das ist gerade beim Rasieren, weil ich keinen Rasierschaum mehr verwende, ist es halt nicht ganz so einfach. Und da ist die einfach vom Handling her richtig gut. Würde ich mir also nochmal kaufen, aber ich gucke mich natürlich auch nach anderen Produkten um, die ich euch vorstellen kann. Die größte Ablenkung jetzt in der Zeit, wo man halt viel zu Hause sein muss, ist mein Bullet Journal. Also ich habe jetzt auch schon den Mai erstellt und ja, das beruhigt mich halt einfach immer nebenher Serie oder Podcast und dann halt einfach loslegen und Kalender erstellen. Der Kalender an sich, also das Notizbuch ist von Amazon, kann ich aber nicht empfehlen, weil ich die ein oder andere Seite da schon zukleben musste. Ich würde dir jetzt mal eine Abstimmung unter dem i anbieten. Möchtest du die Bullet Journal Videos zurückhaben? Du kannst zwischen Ja und Nein abstimmen und stimm da wirklich ehrlich ab. Weil nur wenn du ehrlich abstimmst, kann ich natürlich auch entscheiden, ob ich die Videos mache oder nicht. Also wenn du die Videos wieder sehen möchtest, dann würde ich die wieder anfangen mit drehen. Einfach unter dem i abstimmen. Ich würde mich freuen.
Und ich kann nur jedem empfehlen, sich ein Notizbuch jetzt gerade auch zu der Zeit anzulegen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Buch zu Hause hat, auch ein Notizheft oder ein Notizblock zu verwenden. Mein erstes war auch so ein kleiner Notizblock. Also da kann man relativ kreativ sich austoben, weil man weiß am Endeffekt auch nicht, führt man es weiter, führt man es regelmäßig. Für mich hat es bis dato immer so eine entspannende Wirkung gehabt. Und ja, Bullet Journal, Instagram gibt es von mir auch. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das auch mal unten in der Infobox. Ich bin kein Mensch, der alles desinfiziert. Das soll man auch gar nicht machen, weil du dein Immunsystem damit sozusagen auch schädigst. Wenn du immer alle Bakterien einfach abtötest, dann kommt dein Immunsystem da natürlich nicht mehr hinterher. Und das ist gerade bei Allergiker einfach keine tolle Sache. Aber das ist jetzt einfach ein blaues Fläschchen. Ne? Also ich habe in der Apotheke und ich muss wirklich auch den Apothekern in unserem Land Danke sagen, dass sie so viel Desinfektionsmittel im Moment halt einfach produzieren. Ich konnte mir in der Apotheke tatsächlich Desinfektionsmittel kaufen oder mein Vater, ich habe es nicht gekauft. Und ich habe mir ein bisschen abgefüllt für mein Handy. Das Handy ist die größte Brutstätte für Bakterien und Viren, weil es warm ist. Und da fühlt sich sowas unwahrscheinlich wohl. Und durch das, dass wir das halt ständig in der Hand haben, sollte es abgewischt werden. Genauso aber auch der Geldbeutel. Vergesst den Geldbeutel nicht. Und was ich halt noch mit Desinfektionsmittel abwasche im Moment, weil es halt einfach wichtig ist, ist die Tastatur von meinem Computer, ist das Haustelefon, aber dann hat sich das. Ja, was anderes brauchst du nicht abwischen. Nur Dinge, die du jetzt nicht mit heißem Wasser abwischen kannst, ist natürlich beim Handy dementsprechend schlecht. Auch bei der Tastatur vom Computer ist es schwierig. Alles, was du nicht mit heißem Wasser und einem guten Putzmittel abwischen kannst, mit Desinfektionsmittel absprühen. Das ist einfach gerade im Moment wirklich essentiell und ich finde es einfach richtig Hammer, was die Apotheker in unserem Land gerade für eine Leistung abliefern. Nicht nur die, ne? Also nicht falsch verstehen, aber das ist so, das steht auch so ein bisschen für meinen Favorit hier, weil das Desinfektionsmittel eben aus der Apotheke ist. Was sind deine Favoriten? Schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp dabei, den ich noch beherzigen kann. Ich freue mich unwahrscheinlich auf deinen Kommentar und sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben für mein Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.